Die Meinungen gehen auch rund anderthalb Wochen nach dem Paukenschlag noch auseinander. War die Machtübernahme des tunesischen Präsidenten Kais Said notwendig, um dem gebeutelten Land zurück in die Spur zu verhelfen, oder handelt es sich um einen Staatsstreich? Said hatte das Parlament sowie Ministerpräsident Hichem Mechichi entmachtet. Präsident Said stattete dem Amtssitz des neu ernannten Innenministers am Mittwochabend einen Besuch ab, um zu zeigen, dass er hier in Tunesien das Sagen hat. Gleichzeitig übermittelte er die Botschaft, sich an die Verfassung zu halten und die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land zu bewahren. Fast zwei Wochen nach der Entlassung des Ministerpräsidenten und der Übernahme der ausführenden Gewalt. In dieser Woche hat Tunesiens einflussreichster Gewerkschaftsbund Said dringend aufgefordert, so schnell wie möglich eine neue Regierung zu bilden. Eine Verzögerung, so die Gewerkschaft, würde ein politisches Vakuum schaffen und einen Ausweg aus der derzeitigen sozialen und wirtschaftlichen Krise erschweren. Die Menschen in Tunesien waren größtenteils über die Entscheidung des Präsidenten erleichtert, einen Teil der politischen Elite zu entlassen, die sie für unfähig oder unwillig halten, das Land zu regieren. Es gibt jedoch Bedenken, dass Said die Pläne zur Bildung einer neuen Regierung tatsächlich umsetzen wird. Derzeit sagen die meisten Menschen in Tunesien, dass sie nur auf sich selbst bauen, um die Demokratie in diesem Land zu gestalten und zu schützen. Annelies Borges from Tunis for Euronews.